Hallo Leute, ich bin's wieder, Audi Justy von Comic Profi. Heute ein Special. Ich bin heute bei meiner Oma zu Gast und will sie natürlich fragen, wie war's damals? Gab's früher schon Schädlinge? Welche Schädlinge? Und was haben sie dagegen gemacht? Ja, Oma, wie war's früher zum Beispiel mit Bettwanzen? Bettwanzen ist ein aktuelles Thema, wo wir immer Probleme und sehr viele Anfragen bekommen. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr großes Problem. Wir haben früher da gleich nach dem Krieg haben wir Flüchtlinge nehmen müssen. Und die haben natürlich, die sind vom Lager gekommen, wo wahrscheinlich auch Wanzen drin waren. Und wir sind bei uns eingezogen sind, dann hat sie halt das, die Wanzen haben sie dann verbreitet. Und die haben wir halt dann im Haus gehabt. Wie habt ihr es festgestellt? Ja, in der Nacht vom Bett, im Bett drin. Weißt du, die beißen ja, die saugen sich ja voll, die Wanzen. Und dann hat eben meine Mama da was unternehmen müssen. Und hat die Matratzen hat's raus und hat die ganzen Leisten innen mit heißem Wasser, mit kochendem Wasser abgesprüht. Und das hat es so ziemlich jeden Tag gemacht. Und dann hat es die ganzen Fußbodenleisten auch locker gemacht und hat es weg und hat da auch kochendes heißes Wasser eingegossen und zugleich Essig, Essig-Essenz, ja. Und das hat dann, war eigentlich dann schon wesentlich besser, aber das hat ja gedauert, bis das soweit war. Ja, das sind sehr hartnäckige Tierchen. Ja, ja. Ja. Gott sei Dank hat das meine Mama alles geschafft. Ja, ja. Ja, Bettwanzen immer noch ein sehr aktuelles Thema. Jetzt weniger durch die Flüchtlinge, sondern durch unsere Globalisierung. Jeder kann hierhin fliegen, dorthin fliegen, bringt sich gerne mal Bettwanzen mit. Ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Ja, habt ihr Fragen dazu oder möchtet ihr da professionelle Beratung? Dann kontaktiert uns über unseren Facebook Messenger oder unseren exklusiven WhatsApp-Support. Bis bald. Ciao!